Politiker müssen immer wieder schwierige Entscheidungen treffen. Das ist besonders in Zeiten von Corona immer deutlicher geworden. Heute möchte ich mit einem ehemaligen Politiker, Kathel Buda-Rüttgers, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, über seine Entscheidungen in seinem Leben sprechen. Vielen Dank, Kathel Buda-Rüttgers, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Aber gerne. Bevor wir in das eigentliche Interview starten, könntest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, damit auch jeder weiß, wo du herkommst, beziehungsweise wie du zum Ministerpräsident geworden bist. Also mein Name ist Jürgen Rüttgers. Ich bin hier in Rheinland geboren, aufgewachsen, in Brauweiler. Da gibt es eine schöne alte Abtei, die in 2 Jahren ihr 1000-jähriges Bestehen feiert. Und wie man halt normal aufwächst, man engagiert sich irgendwo. Ich war bei den Georgspfadfindern. Und das hat mir auch viel Freude gemacht. Auf dem Gymnasium war ich in Köln, weil es bei uns in der Gegend damals noch keine Gymnasien gab. Das war durch einen Zufall das Apostelgymnasium. Das ist das Gymnasium, auf dem auch Konrad Adenauer war. Und insofern gab es da natürlich auch immer eine besondere Beziehung zu Konrad Adenauer, dem späteren Gründungskanzler. Vorher war er ja Oberbürgermeister in Köln gewesen. So, ich habe dann irgendwann, nachdem ich mit 17 Jahren das Abitur gemacht habe, das war nicht wegen besonders guter Noten oder besonderer Intelligenz, sondern weil damals die Zeit des Abiturs verändert worden war und ich knapp vor meinem 18. Geburtstag dann das Zeugnis der Reife bekommen habe, aber so einfach war das auch nicht. Habe dann in Köln angefangen mit einem Studium von Geschichte und Germanistik. Später habe ich dann Germanistik mit Jura getauscht, aber die beiden anderen, also Geschichte und Jura, dann in Köln auch zu Ende gemacht, dann auch das zweite Staatsexamen gemacht und bin dann, wie das so ist, man sucht dann eine Stelle im Bereich der kommunalen Familie, beim Städte- und Gemeindebund 2 Jahre gewesen, dann als erster Beigeordneter in der Stadt Mülheim. Ja, und dann irgendwann, weil ich noch als Hobby in der Jungen Union mich engagiert hatte, hatte ich auch die Chance zu kandidieren für den Deutschen Bundestag. Das hat dann auch geklappt. Übrigens damals, was an unserer Freundschaft nichts geändert hat, auch gegen den früheren CV-Ratspräsidenten stärken. Ich habe damals dann mehr Stimmen gehabt und war dann einer der ganz jungen Leute im Deutschen Bundestag. Habe dann mich engagiert im Bereich von Forschung und Technologie. Bin dann nach einem Jahr parlamentarischer Geschäftsführer geworden, dann erster parlamentarischer Geschäftsführer. Insofern ein sehr enges Verhältnis zu Wolfgang Schäuble, der damals Fraktionsvorsitzender war, aber auch zu Helmut Kohl. Ich habe gesagt, irgendwann schreibe ich dann nochmal das Buch Mein Leben zwischen Kohl und Schäuble, aber so weit bin ich noch nicht. Und bin 1994 dann Bundesminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie. Das war ein Superministerium. Zukunftsministerium war der Titel damals in den Zeitungen. Insofern ein sehr großes Ministerium, auch mit viel Geld, wo man was bewegen konnte. Habe dann in dieser Zeit, um mal einen wichtigen Punkt zu sagen, mit meinen Kollegen in Paris und in Rom die größte Hochschulreformen gemacht, die es seit Wilhelm von Humboldt gegeben hat, ist nicht von mir, habe ich irgendwo gelesen. Aber das ist natürlich die Umstellung gewesen auf Bachelor und Master.
und damit auch die Anpassung an die Massenuniversitäten, die wir ja damals schon hatten und heute auch haben. Ich glaube, das ist auch recht erfolgreich gewesen. So, und dann irgendwann nach 98, nachdem dann die SPD die Regierung, Bundesregierung übernommen hatte, habe ich dann mir überlegt, machst du was ganz anderes oder machst du noch mal Politik? Habe dann kandidiert für das Amt des CDU-Vorsitzenden in Nordrhein-Westfalen, habe das auch gewonnen und habe dann im Jahre 2000 leider die Landtagswahl nicht gewinnen können. Das war die Wahl, wo es die Parteispendenaffäre gab und insofern haben wir darunter gelitten. Rückwirkend betrachtet bin ich da gar nicht so undankbar für, weil ich hatte Zeit, 5 Jahre als Oppositionsführer mich vorzubereiten. Das hat dann zu einem sensationell hohen Wahlergebnis nach 39 Jahren SPD-Regierung. Haben wir die dann abgelöst und haben dann 5 Jahre lang versucht, dieses wunderschöne Land noch in Westfalen voranzubringen. So, das ist, sagen wir mal, das Ganze jetzt etwas länger geschildert, zeigt aber, dass mir das viel Freude gemacht hat. Ja, ich würde gleich gerne einige einzelne Punkte mal aufgreifen, die du eben schon erwähnt hast, aber bevor wir uns darum kümmern, was hat dich denn damals eigentlich dazu bewegt, Politiker zu werden? Du hast das eben so angedeutet mit, ja, ich war damals engagiert in der Jungen Union, aber du hattest ja sicher da, hast da mehr Überlegungen reingesteckt und wenn du dir die Überlegungen von damals anschaust, würdest du das heute wieder so machen oder könntest du jungen Menschen heute noch empfehlen, auf Basis von diesen Informationen, die du damals hattest, wieder so eine Entscheidung zu treffen oder wie siehst du das heute? Also ich habe nicht so gesagt, also ich habe jetzt beschlossen, Politiker zu werden, sondern das war zuerst mal ganz anders. 1969, das war ja, ist zwar schon lange, lange her, aber das war natürlich die Zeit der Studentenrevolution, 68er, das kennt man ja. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir waren zusammen die Leitergruppe der Pfadfinder und haben wir gesehen, dass die CDU unmittelbar neben unserer wunderschönen Kirche ein großes Plakat bei der Kommunalwahl 69 aufgestellt hat. Und das fanden wir richtig ätzend und völlig inakzeptabel. Das haben wir dann einfach, weil es dunkel schon war, niedergelegt und haben gesagt, hier bei uns nicht. Und wie das Leben so spielt, ging dann gerade der örtliche CDU-Fraktionsvorsitzende mit seinem Hund spazieren. Das war dann natürlich die Revolution in Brauweiler, die Studentenrevolution in Brauweiler. Und zeigt also, dass das jetzt nicht so war. Und dann beschloss er, Politiker zu werden. Ich hatte mich dann allerdings dafür interessiert, auch auf dem Hintergrund des Geschichtsstudiums, über die Frage, wie Politik denn eigentlich von innen aussieht. Und habe dann mit meinem Klassenlehrer, zu dem ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte, den mal gefragt, wie macht man das? Und er hat dann gesagt, ruf einfach den örtlichen Landtagskandidaten an. Das war jetzt bei der Landtagswahl 70. Und das habe ich gemacht. Der kam dann auch vorbei. Und dann habe ich mit dem zusammen 6 Wochen, das war so die Sommerzeit, Semesterferien, Wahlkampf gemacht. Und wir waren dann unter anderem auch bei einer Veranstaltung der Jungen Union. Da bin ich dann mitgegangen. Der Kandidat hat damit geredet und diskutiert. Und die hatten auch gerade eine Wahl zum Vorstand der Orts-JU in Brauweiler. Naja, und als ich rausging, war ich stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union in Brauweiler. Also ohne, dass ich da groß mit einem drüber geredet hatte. Die waren früh. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir das zu machen. Und ich habe es noch nicht bereut. Das andere kommt dann so irgendwie automatisch. Wenn man dann sich engagiert, dann fällt man auf. Und wenn man die Leute sagen, der macht das gut, dann wählen die einen auch.
Und du hast jetzt gerade beschrieben, wie du da quasi in die Lokalpolitik mit eingestiegen bist. Der Wechsel von Lokalpolitik zu Landespolitik beziehungsweise Bundespolitik, kam der auch mehr durch so einen Zufall oder war das langfristig geplant? Wie lief das ab? Also ich habe eben ja schon gesagt, dass ich dann im kommunalen Bereich als erster Beigeordneter Stadtsanierung gemanagt habe, 8 Jahre. Und da parallel, weil ich dann irgendwann Kreisvorsitzender der Union geworden bin und dann im Landesvorstand war, tauchte die Frage auf, ob die Union hatte damals so mehr oder weniger ein Vorschlagsrecht für einen Listenplatz. Und ja, da wir das gut gemacht haben, einen Laden, der sonst immer sehr zerstritten war, auf Linie gebracht haben, versucht haben, Einfluss auch zu gewinnen, habe ich dann halt gesagt, so einfach überlegt, machst du das jetzt mal oder nicht, selbst wenn du damit deinen Job verlierst, aber es ist eine einmalige Chance und dann gemacht und bin dann auch in den Bundestag gekommen, das habe ich ja schon erzählt. Dann vielleicht noch eine Frage, die mehr auf das Ende deiner Politikerkarriere jetzt so abzielt. Du warst ja dann Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und nachdem das vorbei war, bist du dann einfach in den Ruhestand gegangen. Wie hast du dich da weiterentwickelt, beziehungsweise was hast du dann entschieden, wie es jetzt weitergeht und warum? Naja, also der Grund, weshalb wir waren immer noch damals bei dieser Wahl stärkste Fraktion und haben noch den Präsidenten gestellt, aber die SPD hat dann damals schon eine, nicht nur eine rot-grüne Koalition gemacht, sondern auch noch eine Duldungsvereinbarung mit den Linken. Und das war der Grund, der Hintergrund, weshalb uns da zwei Mandate fehlten, war, dass die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin 3 Tage vor der Wahl entschieden hatte, dass Griechenland damals in der Eurokrise eine erhebliche Summe zur Stabilisierung des Haushaltes bekommen würde. Da waren die Leute gegen, das hatte die CDU auch in den Monaten vorher gegen meinen Rat immer wieder behauptet, sie kriegen kein Geld, das ist alles nicht bei denen geordnet, der Haushalt stimmt nicht und die Zahlen stimmen nicht und ähnliches. Und das hat dann dazu geführt, dass da 350.000 Leute zu Hause geblieben sind. Ich habe mich dann, hatte das mitbekommen, wenige Tage vor der Wahl, insofern hatte ich Zeit, mir das zu überlegen und habe dann einfach gesagt, ich habe es immer ätzend empfunden, wenn Leute die Wahl nicht gewonnen hatten und dann immer am Abend der Wahl erklärten, dass sie eigentlich doch gewonnen hätten und dass andere schuld seien. Und ich habe dann einfach direkt 20 Minuten nach 18 Uhr dem Geschäftsvorstand gesagt, ich übernehme die Verantwortung und ich war ihr Chef und das muss jetzt, brauchen wir an der Stelle jetzt nicht weiter zu diskutieren, wählen einen anderen und ich höre dann auf. Das war einfach dann auch so, dass ich dann mir gesagt habe, okay, mach was anderes und das macht dann auch Freude. Ich bekam dann das Angebot an der Universität in Bonn, am Institut für Soziologie und politische Wissenschaft, einen Lehrauftrag zu übernehmen. Das mache ich bis heute. Das macht viel Freude und gerade mit jungen Leuten zu diskutieren über solche politische Fragen ist eine schöne Sache. Dann vielleicht noch eine letzte Frage, die eher sich um das tatsächliche politische Geschehen dreht. Du bist jetzt seit 50 Jahren CDU-Mitglied. Die CDU hat gerade einen neuen Parteivorsitzenden gewählt, der auch ein Nachfolger in deinem Amt als Ministerpräsident ist. Was für Veränderungen hast du in dieser Zeit miterlebt, beziehungsweise was für Veränderungen erwartest du in nächster Zeit und welche Veränderungen sind notwendig? Wie ist da deine Perspektive? Also ich habe ja eben schon mal ein klein bisschen erzählt, was ich etwa in der Zeit als Zukunftsminister gemacht habe. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die, und da ist das Stichwort Pandemie natürlich von hoher Aktualität, dass wir in einer Zeit leben, in der wir stärker darüber nachdenken müssen, wie wir eigentlich leben wollen.
müssen gemeinsam darüber diskutieren, was wir in den nächsten Jahren für Veränderungen wollen. Es darf nicht dasselbe passieren wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo nachher die Gesellschaft total gespalten ist und man kaum noch eine Möglichkeit hat, gemeinsam Lösungen zu finden. Umgekehrt weiß jeder, dass die Große Koalition jetzt irgendwann zu Ende geht. Also auch da muss man nach einer neuen Lösung dann suchen. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass die Parteien stärker, als sie das in den letzten Jahren getan haben, da war ja immer die Botschaft die Mitte, das ist zwar richtig, aber das muss schon erklärt werden, was man damit meint. Und das muss man vor allen Dingen auch jungen Leuten erklären können, und zwar relativ kurz und knapp. Und wenn man sagt, das und das und das wollen wir machen und das diskutieren wir dann auch, dann glaube ich, kriegt man auch die notwendigen Stimmen zusammen. Wenn man es nicht macht, das kann man gut bei der SPD sehen, die jetzt nach den Umfragen irgendwo bei 15% liegt, dann tut es mir auf der einen Seite leid, dass das so ist, weil Volksparteien, das darf man sich nicht so vorstellen, dass man das gesamte Volk, also alle Schichten der Bevölkerung vertreten kann, hat aber nur eine Volkspartei, was ja dann bedeutet, dass dann nur darunter kleinere Fraktionen entstehen, die dann eventuell mit einem koalieren oder wo man drei Parteien braucht. Das wird alles dann sehr, sehr schwierig, auch im inhaltlichen Bereich. Und wir haben gravierende Veränderungen, Stichwort Globalisierung oder, wenn man es lieber hat, Internationalisierung, heißt natürlich auch das vereinte Europa. Dann die Frage Digitalisierung ist ein ganz spannendes Thema. Das machen wir jetzt ja gerade. Wir haben eben, bevor wir ja angefangen haben mit diesem Gespräch, auch schon mal gefragt, wie macht man eigentlich ein Vorortspräsidium in einer Zeit, wenn man hauptsächlich digital miteinander kommunizieren kann? Wie sieht eigentlich in einer katholischen Studentenverbindung das Semesterprogramm aus, wenn man kaum sich treffen kann auf dem Haus oder anderswo? Also da gibt es viel, wo wir drüber nachdenken müssen. Und auch, man darf auch nicht vergessen, da kann auch relativ schnell ein Konflikt zwischen den USA auf der einen Seite, China auf der anderen Seite kommen. Da kann die Frage auftauchen, was spielt Russland für eine Rolle? Das ist einer der Gründe, weshalb ich jetzt im Sommersemester ein Seminar über die weltpolitischen Veränderungen mache. Ganz wichtig, dass wir da auch verstehen, dass das nur zusammen in Europa geht, sonst spielen wir da keine Rolle. Dann danke ich dir für diesen Zukunftsausblick. Ich denke, das war ein schöner Schlusspunkt für unser Gespräch. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch noch in nächster Zeit irgendwann mal in Präsenz sehen und nicht nur per Zoom. Vielen Dank für deine Zeit. Danke auch.